Jungs Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Ree Talk Time Podcast. Heute zu Gast Lord Gumgumful. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, hast du richtig ausgesprochen. Richtig. Sehr schön. Wer den Lord Gumgumful nicht kennt, schaut doch mal bitte auf YouTube. Ich habe ihn entdeckt, nachdem er hier und da bei mir kommentiert hat. Und was ich krass bei dir finde, du hast deinen Channel schon seit 10 Jahren. Und du machst ja so Filmreviews über Horrorfilme, aber nicht so diese 0815-Dinger, sondern so ja Trash-Perlen, sag ich mal. Ne? Wie kommst du denn dazu? Eher über Umwege. Als ich damit angefangen habe. Also als ich hier 2010 damit angefangen habe, da war das einfach nur so nebenbei mal ein paar Videos raushauen, einfach so noch ganz, also mit Handy gefilmt, ziemlich schlechte Qualität, einfach so mal ein bisschen was in die Kamera gehalten und nicht so viel drüber gesprochen oder so. Das hat sich erst über die Jahre hinweg entwickelt, als ich mir gesagt habe, das ist alles, das kennt man ja eigentlich alles, die ganzen Filme da, und dann bin ich dann eher so durch Zufall dann auf andere Sachen gestoßen, also so Troma, Full Moon und so, und das hat sich dann in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert, weil es gibt ja noch andere Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, und um mich da ein bisschen abzuheben oder rauszunehmen, was den Mainstream angeht, haben wir gedacht, komm, redest du mal eher über solche Filme, für die meisten sind das Gurkenfilme oder total schlechte Filme, ich muss sagen, da sind schon ein paar Perlen dabei, und einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand schon mal den Leuten mal was anderes vorstellen als das, was man sonst so kennt. Also vor allem diese ganzen Hollywood-Horrorfilme, das ist ja heutzutage einfach nur noch teilweise Schema F. Ja, und deswegen, das hat sich einfach so entwickelt. Anfänglich wirklich nur Filme in die Kamera reingehalten, was drüber gesagt und so. Und dann erst so 3 Jahre später bin ich das erste Mal vor die Kamera dann getreten, so wirklich. Und dann hat sich das eigentlich so erst richtig entwickelt mit der ganzen Sache. Ansonsten wirklich so, wie viele andere halt anfangen, erstmal Sammlung abfilmen, kurz Film in die Kamera halten, den Titel nur sagen, das war's dann auch gewesen, und dann, und so hat das Ganze angefangen halt. Wirklich nur als Hobby. Mittlerweile ist es schon ein bisschen mehr, nimmt halt auch relativ viel Zeit in Anspruch, die Sachen auch zu machen. Vor allem auch zu schauen, welche Filme eventuell denn was taugen würden, die man auch vorstellen könnte, ja. Aber vor allem auch was anderes zeigen, nicht wie die ganzen anderen Film-YouTuber, die es da gibt. Sonst überschneidet sich das und dann hast du Pech und keiner sieht das Video. Das kann auch passieren, ja. Okay. Was ich mich die ganze Zeit frage, wenn man bei dir so reinschaut und du die Filme zeigst, also wie gesagt, das sind so trashige Filme, meistens aus den 80ern, die keinerlei Mainstream-Bekanntheit bekommen haben, gerade weil sie halt echt an für sich mies trashig sind, von der Produktion her, vom Schauspielerischen her und so weiter und so fort. Aber wenn ich so sehe, wie du da manchmal teilweise von Filmen, von denen ich noch nichts gehört habe, aber so fette Steelbooks, Mediabooks auspackst mit einer kleinen Auflage, woher kommt denn so diese Faszination für solche Filme? Also wie kannst du dir das so erklären? Also ich könnte das genauso halt ummünzen auf das Sammeln von bestimmten Retro-Spielen, von diesen ganzen pixeligen Spielen, die so halt auch so auch schon eine Weile eher so bei bestimmten Publishern Limited Run, Strictly Limited, also da halt rauskommt, Special Reserve und so. Geringe Limitierungszahlen halt, preislich halt schon relativ hoch, aber meist fände es halt so, dass die Filme halt nicht anders gekauft werden. Es gibt die natürlich auch als Bootlegs, also wenn du es normal als Kipcase haben willst, wenn du auf eine Filmbörse bist, kriegst du das Bootleg, wie zum Beispiel von Terrifier, willst du den Film halt uncut haben, ohne halt 30 Euro, 40, 50 Euro hinzulegen, dann musst du halt, greifst halt eher da zurück oder holst dir halt einen Import, wenn du keinen deutschen Ton brauchst. Bei dem Film brauchen wir jetzt unbedingt keinen deutschen Ton. Aber das ist halt so. Aber wobei ich sagen muss, das hat in den letzten Jahren Überhand genommen.
mit diesen ganzen Special Editions, mit den Mediabooks, mit den Steelbooks. Das ist einfach auch mittlerweile viel zu viel. Es ist eine regelrechte Blase. Jeden Monat kommen, keine Ahnung, 10, 20 Veröffentlichungen teilweise raus. Und da sind schon echt ein paar Gurken dabei, also richtige Gurken. Aber anders kriegt man die scheinbar nicht mehr an den Mann. Und dann sind halt so wirklich, es gibt Limitierungen von 111 Stück, 99 Stück, teilweise Hardboxen oder so. Ja, also ich sag mal so, ich kaufe mir echt nur das Zeug, wo ich mir meine, okay, das passt gut in die Sammlung, das ist obskur genug, das ist trashig genug, und alles andere, so Klassiker zum Beispiel wie Deathwish mit Charles Bronson oder so, gibt's ja auch im Mediabook, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn ich genau weiß, dass es das dann Monate, Jahre später dann ja mit einer neuen FSK-Prüfung nicht mehr indiziert dann auch zu kaufen gibt, ja. Und ja, es ist halt, ist anfänglich war es eine Faszination, weil das hat in den 2000ern angefangen mit Saw, als Saw dann im Mediabook veröffentlicht wurde, das waren so die ersten Veröffentlichungen, und dann so Ende 2000 hat das wirklich erheblich zugenommen, weil man gemerkt hat, da ist ein Markt für vorhanden, die Sammler, die kaufen alles, und es war auch wirklich so wesentlich, man hat die wirklich jeden Tinnef gekauft, ob der Film jetzt gut war oder nicht, war egal, schönes Mediabook kann man irgendwo schön hinstellen, irgendwann hat man dann ja, den Schrank vollstehen damit und sagt sich, die Hälfte davon ist einfach nur, eigentlich nur Schrott, den man eigentlich nicht mehr braucht, weil man sich das auch nicht mehr anschaut. Aber es gibt halt einen bestimmten Markt und ja, der ist halt, der wird noch bedient, aber der ist auch schon mittlerweile relativ übersättigt. Aber es ist halt für jeden Sammler was. Zum Beispiel die Chucky-Filme gibt es im Mediabook. Saw, wie angesprochen, gibt es im Mediabook. Es gibt Freitag 13. Mediabook. Die habe ich auch, also die Teile 2 bis 8. Gut, aber das sind ja die letzten, die du jetzt genannt hast, das sind ja jetzt alles Klassiker, die auch an für sich gute Filme sind. Und du hast auch eben meine nächste Frage so ein bisschen schon beantwortet. So wirklich diese Trash-Dinger, die ihre Veröffentlichungen bekommen, scheinbar, also meinst du, die werden halt nur deswegen gesammelt, weil sie halt so ein Release bekommen? Oder gibt's auch Leute, die sagen so, naja, ihr versteht nicht, was so gut ist an diesen trashigen Filmen, ihr kapiert's nicht, deswegen sammle ich das? Auf der einen Seite, es gibt Sammler, also es gibt auch Extremfälle hier auf YouTube, zum Beispiel den Playzocker, der sammelt wirklich alles, also da, der hat wirklich jeden Release, den es eigentlich auf dem Planeten gibt. Bei dem ist es so, der hat auch wirklich eigentlich hier so gut wie jedes Mediabook, bei dem geht es meistens eigentlich teilweise nur nach den Covern, weil es gezeichnete Cover sind, oder geringe Limitierung oder so, man hat sein Lieblingszeichner, Adrian Keindorf, Ralf Krause und wie sie nicht alle heißen. Da ist es wirklich eher so, man möchte das Objekt haben, da geht es vielleicht dann nicht wirklich um den Film, weil man den Film eigentlich schon in einer anderen Auflage hat, in einer Auflage aus England oder so. Und auf der anderen Seite gibt's halt die Leute, die bestimmte favorisierte Filme haben aus ihrer Jugend, wirklich, also auch alte, also Trash-Filme oder Gurkenfilme, könnte man auch sagen, die sich dann freuen, wenn die Filme dann rauskommen, ja, also, und die holen sich das dann wegen dem Film. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die drauf verzichten, weil sie sagen, das ist einfach viel zu teuer, ja, und ich meine mal, es gibt genug Alternativen, um auch Geld zu sparen, dann importiert man sich das Zeug, weil mittlerweile ist es wirklich so, 30 Euro ist noch der Normalpreis für eine Mediabook-Veröffentlichung, aber es gibt dann noch so Sachen über 40 Euro, über 50 Euro, da wird es dann schon sehr, sehr, sehr grenzwertig, und ich meine mal, es gibt auch viele Repacks, da kriegt man den Film auch so normal, ja. Okay, sammelst du überwiegend dann Blu-rays, DVDs, oder gibt's da auch einen Markt mit, also wie sieht's im Moment so mit VHS und Laserdisc aus? Gibt's da irgendwelche, die sagen, ja, wir bringen das jetzt wieder in den Formaten? Gibt's das irgendwie? Das gab es mal bei dem Film, lass mich überlegen, SVS2. Da gab es mal eine Edition, da war auch wirklich eine VHS-Kassette dabei. Ansonsten gibt es im Moment halt diese ganzen VHS-Retro-Editionen, diese Replikas, also die von der Hülle halt so aufgebaut sind, aber okay. Wo halt... Was war das?
Was war das für ein, wie hieß der Film? SVHS? SVHS, was ist das für ein 2, Film? Also die Fortsetzung von einer VHS halt so. Das ist so ein Found-Footage-Film. Und da hat man das halt so gemacht, weil das, weil es da halt um VHS-Tapes auch im Film geht, die gefunden werden, die sich Leute anschauen, wo allerlei komisches, abscheuliches Zeug drauf ist. Und da hat man sich dann halt beim zweiten Teil, also beim zweiten Teil, der halt auch der beste an sich ist, hat man sich auch entschieden, wirklich so eine Sammler-Edition rauszubringen, wo auch wirklich eine VHS dabei war. Ansonsten beschränkt es sich wirklich in den letzten Jahren mehr auf diese Replika-Geschichten. Also du hast zwar eine Umverpackung, die zwar aussieht wie ein VHS, ja, aber teilweise von der Größe aber nicht hinkommt, wenn man das mit richtigen VHS vergleicht, aber das ist halt so im Moment so dieser Retro-Schick, der da halt rumgeht, ja. Das stellt man sich halt gerne irgendwo hin, aber den Film hat man dann auch noch in irgendeiner anderen Edition da rumstehen, ja. Also es ist wirklich vor allem in erster Linie was für Verpackungsfetischisten. Ich habe davon ein paar Editionen, Filme, wo das passt, Feuer und Eis, das ist ein Animationsfilm aus den 80ern von Ralph Bakshi, den hat Cape Light nochmal rausgebracht, da passt das auf jeden Fall. Dann diese ganzen Tape-Editionen, die man bei Mediamarkt Saturn nachgeschmissen bekommt, wo es Filme wie Top Gun gibt, Jurassic Park und so weiter. Da passt das schon irgendwie, aber man fängt auch mittlerweile auch an, neuere Filme da reinzustecken. Wie zum Beispiel den letzten Texas Chainsaw Massacre, was dann eigentlich gar nicht passt. Ja. Okay. Welchen oder gibt's einen aktuelleren Kino-Release im Horrorbereich, wo du gesagt hast, so, ja, doch, das war mal wieder gut. Dafür, dass es im Kino war. Ja, also, aber ob ich den Film wirklich als Horrorfilm deklarieren könnte, sei jetzt mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall der Film Midsommar von Ari Aster. Echt? Das ist Midsommar, das ist der Regisseur, der auch Hereditary gemacht hat, ne? Genau. Hast du den schon gesehen? Hereditary, den habe ich auch. Ja. Und Midsommar, ja. Also halt. Wie fandest du den? Also Hereditary fand ich sehr, sehr gut. Midsommar fand ich noch ein bisschen besser. Aber es ist jetzt halt nicht der Horror, echt? Der jetzt nicht, also es ist jetzt nicht der Horror, der von allen gut hilft. Ich könnte jetzt sagen, wenn ich mehr auf den Mainstream gehen würde, würde ich sagen, okay, S Kapitel 2. Ja, den habe ich mir auch geholt, aber da würde ich halt sagen, ja, es ist. War jetzt nicht so der beste Horrorfilm, sagen wir es mal so. Also da favorisiere ich eher. Ich fand die S-Filme, die beiden neueren, ich fand sie gut, für was sie waren. Ich fand sie visuell sehr, sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Ich fand auch allesamt die Schauspieler gut, also die Kids, die Erwachsenen, da hat mich niemand genervt von den ganzen. Nur was ich ein bisschen schwach fand, und da ich gehe jetzt nicht zu sehr darauf ein, weil ich will es nicht spoilern, das Ende, ja, wie quasi Pennywise zur Strecke gebracht wurde, sage ich mal. Das fand ich ein bisschen. Ah, das hätte man anders lösen können, finde ich. Das war ein bisschen zu einfach. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also man hätte das auch aus der TV-Verfilmung nehmen können. Also so einfach die Spinne und dann dieses Teil da in die Spinne reinkloppen. Das fand ich auch nicht gut. Also das war relativ schwach da. Ja. In der Neuverfilmung fand ich schon ein bisschen cooler. Es sah auf jeden Fall visuell, sah es irgendwie ein bisschen ansprechender aus, auch wenn sich das Finale an sich schon ein bisschen gezogen hat. Das ging, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde oder so. Und das ist eigentlich Ja, stimmt. Und das war eigentlich eine Wiederholung dessen vom ersten Teil, weil die Ängste an sich haben sich ja von den Hauptfiguren eigentlich gar nicht geändert. Die waren eigentlich immer noch da, wo sie als Kinder waren. Und ja, es war auf jeden Fall okay. Ja, ich meine mal, man muss erstmal darauf klarkommen, dass dann plötzlich Science-Fiction-Elemente noch vorkommen. Und manch einer wird sich gefragt haben, warum kommen da diese komischen schwebenden Kugeln da und so weiter. Also visuell war es ansprechend, auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, wenn ich jetzt sagen würde, was ich besser fand, also das mit den Kindern im ersten Teil fand ich wesentlich besser. Weil die Erwachsenen selber, die haben für mich eigentlich kaum irgendeine Entwicklung durchgemacht. Und vor allem, wie man in den Film reinstartet, dass halt hier Bill Hader, der
der Komiker der Truppe, dass er erstmal eine Runde kotzt, nachdem er angerufen wurde. Das hat mich ein bisschen rausgebracht, obwohl ich sagen muss, dass schon eine gute Chemie zwischen einigen Figuren war. Vor allem, ich glaube, Richie war es gewesen. Und dem anderen, der dann am Ende dann Spoiler, der leider stirbt, die haben mir eigentlich am besten gefallen, so von denen. Die anderen, ja, fand ich. Der Germaphob, war das der? Wie meinst du? Ja, ne? Kann sein, ja. Der am Ende stirbt, Spoiler. Ja, genau. Das war der Angst vor Viren hatte, mit ja, der Mutter, genau, ne? Genau, mit der, genau, ja, ja. Also die fand ich am besten, ja, wobei, ja. Bei dem kam gab es dann so einen Deadpool-Moment. Wenn er halt da in dieser Apotheke im Keller ist und dann plötzlich da dieser Lebra-Kranke kommt und vollkotzt und dann kommt diese Musik. Oh. Da habe ich gedacht, ich bin ja bei Deadpool. Ja. Das war ein bisschen cheesy, aber ansonsten muss ich sagen, kann man mit beiden Filmen eine gute Zeit haben. Ja. Und was hier noch rauskommen soll, ist ja ein längerer Cut, eine längere Schnittfassung, wo beide Filme ineinander zusammengeschnitten werden. Ist halt nur die Frage, wann das kommen soll. Also es hieß schon damals bei Teil 1, dass apropos, das kommen soll. Apropos längerer Cut, ich hab jetzt in 2 Wochen Urlaub und dann gönne ich mir das auf jeden Fall. Oh, Watchmen. Sagt dir das was? Ja, Watchmen sagt mir was. Den habe ich, da habe ich auch die längere Fassung, wobei ich es schade. Hast du den schon mal gesehen? Also ich guck mir das jetzt irgendwann die Tage an, wenn ich Zeit habe. Weil. Also du hast ihn noch nicht gesehen. Verstehe ich das richtig? Also ich kenne nur vereinzelte Elemente, also vereinzelte Szenen aus der längeren Schnittfassung. Okay. Kann man sich auch so einzeln anschauen. Das, was mich halt stört an dieser Ultimate-Fassung, ist halt der Animationsfilm, den sie reingeschnitten haben. Weil es gibt nämlich noch eine Director's Cut-Fassung und die wäre mir wesentlich lieber gewesen, wenn sie die auch noch veröffentlicht hätten. Weil Tales of the Black Frightener heißt ja der Animationsfilm, den habe ich halt einzeln. Da kam, wo es das auf DVD gab, kam der einzeln halt auch raus. Ja. Okay. Und aber ist dieser Ultimate Cut, ist der länger von der Laufzeit? Ja, der ist länger. Also ist es der längste Cut? Das ist der längste Cut. Also es gibt die Kinofassung, die geht ja schon 2,5 Stunden. Mhm. Dann gibt's den Director's Cut, der geht auch nochmal so, weiß nicht, 20 Minuten länger oder so. Das ist auf jeden Fall die längste Fassung, ich glaube mit 219 Minuten. Okay, bei mir steht 215. Oder 215, ja. Aber habe ich 4 Minuten drauf gemacht. Ja. Also. Ja, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so unüblich, was du gerade sagst, denn ich kann es mir zwar nicht erklären gerade, ich wusste es mal, aber wenn man sich haargenau die gleichen Filme nebeneinander hinlegt, einmal die DVD und einmal die Blu-ray-Fassung, dann ist die Blu-ray-Fassung, glaube ich, ein paar Minuten länger als die DVD-Fassung, obwohl es genau der gleiche Film ist, mit genau dem gleichen Schnitt. Mhm. Das liegt halt an. Das hat irgendwas mit den Formaten zu tun, genau. Aber ich weiß nicht mehr genau das was es da mit geht. Weil Blu-ray hat pro Sekunde mehr Bilder, weil halt mehr Bildinformationen. Deswegen ist es in der Regel mal länger. Ja. Okay. Deswegen, also. Weil mehr Bilder weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, mehr Bildinformation genau. Das kann schon sein, genau. Aber weil wenn es mehr Bilder sind, dann, weil wir reden ja hier von Kinofilme werden ja normal mit 24 Bildern die Sekunde gedreht. Ja. Sprich, mehr Bilder weiß ich jetzt nicht, weil da müssten sie ja quasi mit 30 die Blu-ray fast, also das ach egal, ich laber aus dem Arsch gerade. Ja, da musst du im Internet gucken, das kannst du auch im Internet nachlesen. Früher, wo halt die Blu-ray, wo die Blu-ray dann an den Start gegangen ist, es gab ja noch die HD-DVD, das war ja auch so ein Konkurrenzformat, was ich leider nicht durchsetzen konnte, was mittlerweile auch einige Liebhaber hat. War das so gewesen, dass einige irritiert waren, warum plötzlich die Blu-ray gegenüber der DVD so eine Differenz von so 4 Minuten hat. Und dann haben viele gemeint, ist die DVD geschnitten oder so. Und dann hat das halt einfach mit dem dem Format zu tun halt, ja. Aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel so ein Film wie Watchmen, das rentiert sich auf jeden Fall auch auf Blu-ray.
wenn's ja und ja, ja. Und lass dir gesagt sein, wenn du das Genre magst, scheinbar kennst du ja die Story hinter den Charakteren und alles. Ja, ja. Aber wenn du ihn magst, das ist wirklich mein mit Abstand Favorite Superheldenfilm. Jo. Gerade aus dem Grund, weil alle Charaktere einfach, weißt du, Superman ist mir einfach zum Beispiel zu glatt alles. Hm. Das ist mir zu poliert. So, bei Watchmen, das ist ein Anti-Helden-Superheldenfilm, so, finde ich. Weil innerhalb der Guten gibt's halt Stress auch sozusagen, ja. Die haben Ecken und Kanten, die Charaktere. Da geht's, bei jedem hat, jeder hat da echt eine Story hinter sich. Und ja, vor allem hier so Charaktere wie Rorschach und so. Und bei denen ist ja auch so, dass eigentlich bis auf einer, bis auf Dr. Manhattan, von denen alle an für sich keiner Superheldenkräfte hat. So, wenn man es so genau nimmt, ne? Ja. Ja, und das finde ich halt, das ja, geht das mir ist, gut rein. Ist halt Kontrastprogramm halt zu Marvel und halt auch zu DC. Es gibt ja auch noch eine Watchmen-Serie, aber die entfernt sich ein bisschen von dem Material an sich. Aber wenn du halt was anderes sehen willst als nur glattgebügelte Leute in Avengers. Genau, Avengers. Oh, wobei das gucke ich auch gerne. Aber wenn man ein bisschen mehr Tiefgang haben möchte, dann schaut man sich halt das an. Oder halt bei Amazon Prime The Boys. Das ist auch eine gute Alternative, weil das sind auch halt, es mögen zwar Superhelden sein, aber im Nachhinein, wenn man sich da so ein bisschen mehr beschäftigt mit den Figuren, was man sieht, was sie alles machen, sind es auch ziemliche Arschlöcher. Ich würde sogar sagen, das sind noch mehr Arschlöcher als die halt in Watchmen. Wobei der Comedian ist schon eine Marke für sich, muss ich sagen. Heftig. Und Rorschach ist eh mein Lieblingscharakter neben Dr. Manhattan, ja. Also und der Film selber hat echt ein paar richtig coole Hintergrundgeschichten. So über die Auflösung selber kann man sich streiten, wie der Film am Ende aufgelöst wird. Also da habe ich damals, wo der rauskam, mitbekommen, dass schon viele Leute enttäuscht waren über das Ende von dem Film. Weil gegenüber dem Comics wurde es noch ein bisschen abgewandelt, weil da gab es eigentlich noch so einen riesigen Tintenfisch oder was das war. Aber ansonsten ist es halt, muss ich sagen, eigentlich eine der besten Comic-Verfilmungen. Also ich muss sagen, ich finde Superman auch zu glatt. Wobei jetzt hier im Batman wie Superman, der auch vom Watchmen-Regisseur Zack Snyder ist, der schon ein bisschen versucht hat, ein bisschen mehr Superman-Tiefgang zu geben, ja. Wenn ich bedenke, danach Justice League, der ein ziemliches Debakel war, der war genau das Gegenteil, da waren alle strunzend doof, blöd. Liegt aber auch darin, dass dann plötzlich ein anderer Regisseur kam und den Rest übernommen hat, weil der Snyder da so familiäre Probleme hatte wegen seiner Tochter, die da, ich glaube, Selbstmord begangen hat. Ja, und dann wurde einfach ein anderer Film draus gebastelt, weil Snyder macht schwere Filme, Comicfilme. Also selbst 300 war halt nicht so ein Feel-Good-Movie, also den fand ich auch sehr, sehr gut, aber Watchmen, nee? 300. Sehr geil. 300, aber Watchmen war wirklich die Quintessenz all dessen. Ja, und da stinkt selbst Marvel gegen ab, muss ich wirklich sagen, auch wenn Marvel-Filme kann man sich gut angucken, aber es ist halt so, irgendwann ab Phase 2, 3 war es dann eigentlich immer jedes Mal das Gleiche. So nach dem gleichen Muster, zusammengeschusterte Filme, kann man gut gotieren, so, wobei Avengers, Infinity War, Endgame, die fand ich dann schon wieder etwas besser, aber ja, ich meine, es ist kein Vergleich zu einem Watchmen, ja. Nur halt, muss man für die Schnittfassung Zeit mitbringen. Ja. 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 Zeit. Ja, deswegen sagte ich, ey, ich muss warten, bis ich habe in 2 Wochen Urlaub und dann ziehe ich mir den auf jeden Fall wieder rein. Ja, dann passt das ja. Da habe ich schon Bock drauf, auf jeden Fall. Ja. Komische Frage jetzt. Welche Hauptrolle würdest du in einem Film spielen wollen? Die des Bösen. Den Bösewicht. Die des Bösen? Ja, den Bösewicht. Ah ja, apropos Bösewicht, du weißt von Live or Let Die? Ja, davon weiß ich. Okay, ja. Da spiele ich ja den Böse. Genau, nicht. Ja, das habe ich ja mitbekommen. Cool. Ist halt nur ja, da sind da. Ja, zuerst. Bitte? Du zuerst. Ach so,
Ja, die, weil viele immer fragen, wegen Release, ja. Mhm. Das Ding war ja jetzt, der war ja am 30.11. letzten Jahres im Kino, also die haben wir die Premiere gefeiert. Und dann hätte er jetzt erstmal knapp ein Jahr auf Festivaltour gehen sollen, Lorbeerkränze abgrasen, sozusagen. Und da wurde jetzt leider ein Strich durch die Rechnung gemacht, durch Corinna. Und ja, jetzt glaube ich, soweit ich das verstanden habe, er ist der Manuel, also der Macher des Filmes, der auch die Hauptrolle spielt. Nee, also einer der beiden Hauptrollen sozusagen. Der ist jetzt drauf und dran, dass das einen digitalen Release halt bekommt. Ich glaube auch, ich weiß nicht genau wie, wo, was, aber es hieß einmal Netflix, dann hat er wieder Prime gesagt. Ich hoffe Netflix, weil ich habe keinen Prime. Und es wird da auch, denke ich, eine, so wie es aussieht, eine limitierte Blu-ray-Auflage geben. Ich weiß auf jeden Fall schon, ich habe schon gesehen, er hat schon Menüs erstellt für die Blu-ray. Er hat schon sich Cover ausgesucht, Cover Art gemacht und pipapo und bla bla bla. Und ja. Falls du interessiert bist, sag mir Bescheid, dann reserviere ich dir eins. Also interessiert bin ich auf jeden Fall. Also, das, was ich in Ausschnitten gesehen habe, also das gefällt schon. Also, ist ja mal schön, mal ein bisschen. Ja, man muss. Ja. Man muss auf jeden Fall bedenken, wenn man sich den anschaut, da steckt kein Hollywood-Team dahinter. Da steckt wirklich an für sich eine Ein-Mann-Armee mit dem Manuel, der halt aber auch coole Leute hatte, die alle quasi alle nicht professionell sind in dem, was sie machen. Also die ganzen, alle Schauspieler, die Kameraleute, da hat er ein kleines Team gehabt, die wurden auch immer besser, also die haben auch quasi nicht ganz bei Null angefangen, sage ich jetzt mal. Die hatten schon Vorkenntnisse, aber so wie es der Manuel mir erzählt hat, ist, dass die am Ende immer besser zusammengearbeitet haben, dass der Kameramann wusste, wenn der Manuel was erklärt hat, ich brauche den Shot jetzt so und so, dass er das dann nicht mehr fünfmal erklären musste, sondern dann wirklich nur noch einmal am Ende. Und das sieht man auch im Film, ja. Auch wenn, also man sieht es auf jeden Fall, weil die manche Szenen, die später kommen im Film, wurden zuerst gedreht und umgekehrt und so. Manchmal sieht man das im Film, wenn man genau hinschaut, da, ich will nicht sagen, jetzt lässt die Qualität nach, aber es. Wenn man ein bisschen drauf achtet, man sieht es halt schon, ne? Aber man muss wirklich bedenken, das ist ein Schweiß- und Blutprojekt. Das ist nicht einfach, lass mal einen Film machen, weil wir Bock haben, sondern das ist ein Herzensprojekt von Manuel auf jeden Fall. Der hat auch 3 Jahre da reingesteckt, seine Kohle. Und das fand ich auf jeden Fall geil und ein Teil davon gewesen zu sein, auf jeden Fall. Also wenn diese Corinna-Kacke hier jetzt wieder vorbei ist, er hätte nämlich auch in dem ein oder anderen Kino laufen sollen noch. Da war auch nach der Premiere in 2, 3 Kinos und da waren noch ein paar andere geplant. Ich weiß nicht, wo du gerade, aus welcher Gegend du kommst, aber falls es wieder ruhiger wird da draußen und er wieder in Kinos kommt, dann kann ich dich gerne auf dem Laufenden halten. Ja, so, okay, vielleicht, ja. Wenn du Bock hast, da mal ins Kino zu gehen. Wäre nicht verkehrt. Aus welcher Gegend kommst du denn? Ich komme aus Baden-Württemberg. Also Freiburger Ecke. Oh. Ja. Ja. Ah. Ich komme ja ursprünglich aus Heidelberg. Ah, okay. Hast du es nicht irgendwo. Ja. Hast du es nicht mal gesagt gehabt in irgendeinem Video? Ja, bestimmt. Ich bin in Heidelberg geboren. Ich habe viel Zeit meines Lebens in Heidelberg verbracht, gearbeitet. Gewohnt habe ich in einem Vorort, 20 Minuten von Heidelberg. Aber wenn jemand fragt, wo kommst du denn her, dann sage ich halt Heidelberg, okay. Weil der Ort, wo ich gewohnt habe, die kennt keine Sau. Deswegen. Ja, klar. Weil ich habe es nämlich vorhin, als wir, bevor wir angefangen haben, deine Frau, weil du hast ja gar keinen Dialekt so, aber deine Frau hat es halt voll rausgehauen. Ich so, warte mal, ich kenne diesen Dialekt. deswegen wollte ich jetzt mal wissen, wo du herkommst. Na, also ich komme normalerweise aus Sachsen-Anhalt.
Ja. Also normalerweise müsste ich. Schau. Ja, normalerweise müsste ich einen Dialekt haben, aber das habe ich halt irgendwann abgelegt. Hm. Ja, also ich höre mich halt normal. Ich auch. An. Meine Frau kommt halt auch nicht aus der Gegend. Ja. Aber ja. Ja. Hallo. Apropos. Neugierig ohne Ende. Apropos Sprache, was ich in deinen Videos so cool finde und was ich auch immer beneide, so bei Leuten wie dir oder dem Raketenjansel oder wie auch immer, ist dieses flüssige Deutsch sprechen so. Weil bei mir, man hört es ja oft, ich muss oft überlegen, welches Wort suche ich denn jetzt gerade, und hier und da gibt es dann halt schon bei mir. Hat aber halt einfach damit was zu tun, dass ich bis zur dritten Klasse amerikanisch aufgewachsen bin halt, ne? Ah, okay. Und dann erst gewechselt bin also auf die deutsche Schule und dann deutsch aufgewachsen. Ah, okay. Also ja, deswegen. Ja, trotzdem. Stotter ich da manchmal ein bisschen rum. Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, ich finde dein Sprech in deinen Videos eigentlich auch flüssig. An den Jansel kommt sowieso keiner ran. Also was der da rauskloppt. Aber ja. Ist hart. Ja, ist manchmal sehr hart. Nee. Ja. Gut, er trickst zwar ein bisschen, hat er gesagt, natürlich, weil er ist ja viel Skript, was er da quasi vorliest, aber man sieht's ja in seinen ungescripteten Videos auch, wenn er so extravaganza Videos raushaut mit 45 Minuten, wo er frei Schnauze über Games redet, dann hört man das auch, dass der halt dass der da schön flüssig ist und so. Ja. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja. Ja. Apropos, jetzt gleiten wir ein bisschen in die Gaming-Welt ab. Du hast letztens mal ausnahmsweise ein Pickup-Video quasi. Mhm. Oh, ich höre da was. Wer ist denn das? Die Saboteur, das ist der Saboteur hier. Du hast ein Pickup-Video rausgebracht und da hast du ein Game vorgestellt. Oh, ich komme jetzt. Blazing irgendwas für die PS4. Space Blaze, genau. Ich habe jetzt mal geschaut, weil ich hätte es natürlich lieber gerne auf der Switch. Da legt man aber 40, 45 Euro für hin. Echt jetzt? Mhm. Boah. Mhm. Ja, die scheint jetzt keine so riesen Auflage gegeben zu haben. Warte mal, ich schau mal eben kurz. Das ist aber happig. Moment. Space Blaze hieß das, ne? Erzähl mal kurz darüber, weil ich habe nur gesehen, es war relativ einfach gehalten, aber irgendwie hat es mir vom Grafikstyle her doch trotzdem ganz gut gefallen. Also, wie ich schon im Video erwähnt habe, also ich habe es bis zum dritten Level hab ich's angespielt und dann eigentlich, Moment, dann eigentlich erstmal gar nicht, ja. Also, es ist okay, aber ich würde jetzt sagen, für den Preis würde ich mir lieber ein anderes Spiel holen. Weil wo ich es mir geholt habe, das war halt vor Trudels Ausbruch, das war bei uns bei Müller um die Ecke für 15 Euro und ab und zu bin ich da mal halt am Suchen, so eher nach Low-Price-Titeln oder eher so wirklich so retromäßigen Spielen. Ja, und das ist ja eigentlich eher so ein Retro-Spiel, auch wenn die Grafik jetzt halt nicht so wie bei Stereotan so pixelig aussieht. Aber ja, also bis zum dritten Level habe ich mich vorgetastet. War auf jeden Fall nicht schlecht, aber manchmal halt so die reingerenderten Hintergründe und so. Manchmal konnte man nicht auseinanderhalten, was ist jetzt Hintergrund, was nicht. Da bin ich öfters mal gegen so einen Balken oder so geflogen. Okay. Deswegen habe ich gesagt, ja, auch im Video gesagt, dass das Spiel so laut einigen halt so auch ein bisschen so die Todsünden hat, was Schmaps halt angeht, ja. Mhm. Und ich bin ja erst so richtig wieder auf den Geschmack gekommen, was das Genre angeht, halt durch dein Video halt, beziehungsweise wo du beim NES-Kommando warst und halt über Stereotan gesprochen hast. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, so Shoot'em Ups, das wäre es auf jeden Fall mal was. Das sind halt für mich so, als Kind, gerne habe ich R-Type gezockt. Also habe ich mir auch jetzt wieder für ein Gameboy besorgt. Einfach so Spiele für zwischendurch, so mal ein, zwei Stunden einfach mal so ein bisschen abschalten, weil das brauche ich hin und wieder mal.
Weil manchmal ist es schon sehr, sehr stressig und so oft komme ich jetzt auch nicht zum Zocken, ja. Und ich muss sagen, Space Blaze, also dass es so teuer ist für die Switch, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil für die PS4 kriegst du es nachgeworfen. Und ich muss sagen, ich glaube, da gibt es eher Spiele, die haben vielleicht mehr Vorrang. Also ich meine mal, da gibt es jetzt ein anderes Spiel, was du letztens erwähnt hast, ich komme gerade nicht auf den Titel, was ja auch ein Shoot'em-up ist, was dir im Moment auch sehr, sehr gefällt. Ich glaube, du spielst das digital, oder? Black Paradox. Genau, Black Paradox. Also würde ich eher so, würde ich eher sagen, eher sowas. Also ich meine mal, ja, es, vielleicht gibt es das auch digital. Ich weiß nicht, ob Space Blaze auch digital gibt. Aber, also... Ja, das Problem da ist halt, wie gesagt, du selber weißt es als VHS-Filmesammler, dass man das natürlich lieber physisch hat. Und ne, ich sehe es hier gerade, also hier ist zwar ein bisschen zwielichtig hier auf eBay, also hier ist eins hier wird eins angeboten, neu verpackt. Das ist das Einzige, was ich hier auch sehe, was angeboten wird. Gerade, wenn ich Space Blaze für die Switch und zwar 36,18 €. Eventuell kommt noch ein bisschen Versand drauf. Da steht eBay Plus. Weißt du, was heißt eBay? Ich habe keinen eBay-Account, ich bin da ein bisschen blöd. Das sagt mir eBay gar nichts. eBay Plus sagt mir nichts. Okay. Das ist vielleicht so eine neue App oder was? Also. Keine Ahnung. Ja gut, wenn ich jetzt unter Verkaufte gehe, hier ist eins weggegangen, das ist aber nicht mehr sealed. Für 20 €. Hier ist eins sealed für 30 € weggegangen mit neuen Geboten. Also ja, so zwischen 30 und 40 € muss man da schon latzen. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, so dass man die PS4-Version immer ist hinterhergeschmissen bekommt, ist schon immer so. Für Nintendo zahlt man einfach mehr. Da zahlt man einfach obendrauf. Das ist einfach so und das wird auch, denke ich, immer so bleiben halt. Ja, so sieht's aus. Also weil sonst hätte ich bestimmt irgendwann gesagt, so komm, ich hol mir die Switch oder so. Aber das ist auch bei älteren Spielen so für ein 3DS und so, dass sie vom Preis her gar nicht großartig fallen und dann denke ich mir so, nee, also. Lass mich in Ruhe, so. Ich mag Nintendo. Ich bin erst mit Nintendo aufgewachsen, ja. Game Boy, dann Super Nintendo und so weiter. Das mit PlayStation, so, das kam alles viel, viel später. Das kam erst in den 2000ern so. Da denke ich mir so, nee, komm, lieber ein PS4-Game, als da so viel Geld auszugeben für irgendein Game Boy-Spiel. Ich meine mal, gibt ja auch so Geschichten hier. Das gibt's ja, glaube ich, auch für die Switch. Blasphemous, Halt's mal in die Kamera. Was ist das? Blasphemous. Das ist halt so ein Metroidvania-like, so ein Dark Souls-like, halt Hack and Slay. Okay, kenne ich nicht. Also das ist sehr, sehr gut, das ist hier Limited Run. Also es war quasi meine erste Bestellung bei Limited Run. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das kann man gut spielen. Also das ist auch sehr fordernd. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied zu einem Space Blaze, ja. Also also sowas macht halt auch Spaß, ja, also nur halt Space Blaze. Okay. Wenn ich die Option hätte, zwischen mich zu entscheiden zwischen einem Space Blaze, einem Steridan oder einem R-Type, dann würde ich ganz klar sagen, würde ich das zweite und dritte eher favorisieren als jetzt ein Space Blaze. Ohne Spiel runterzumachen, man kann auf jeden Fall damit ein paar gute Stunden verbringen oder so, aber ich muss sagen, ein Steridan, da hast du einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, was die Waffen angeht, das halt auch das Aufleveln, das Verbessern und so weiter. Also das macht einfach, muss ja, das macht einfach viel, viel mehr Bock. Ja, das macht wesentlich mehr Bock als ein Space Blaze, weil da bist du wirklich schon ein bisschen beschränkt. Ja, also, Hörst du dann den Mundharmonika? Ach, ich bring ihn noch um. Ich schick dir Mike Tyson vorbei, der frisst, genau, der Mike frisst Tyson. Kinder. Punch-Out, ne? Ja, oder aber wenn wir mal bei Games sind, dann könnte ich jetzt noch das hier mit reinschmeißen. Valfaris. Was ist das? Ich sehe es nicht. Oh je. Yeah. Ah, Valfaris, cool, ja. Genau, habe ich auf der Switch, ja. Genau. Das ist zum Beispiel auch. Das kann man. Das war eigentlich relativ teuer. Side-Scrolling,
Side-Scrolling, Run-and-Gun, genau. Sehr schwer. Ja, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Geiler, ja. Geiler Metal-Soundtrack auf jeden Fall. Ja, habe ich da und was war das noch? Wenn man das hat, dann muss man auf jeden Fall noch Slain haben. Oh, also ja. Slain. Warte. Kennst du Slain? Warte. Da. Nice, genau. Also, wenn man Valfaris hat, sollte man auf jeden Fall Slain daneben stellen. Die gehören auf jeden Fall zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob die kommen die aus dem gleichen Haus. Doch, doch. Die ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, doch, die sind vom gleichen Entwickler sind die. Die sind von... Oh. Entwickler? Nice. Boah, hier steht was anderes auf. Steelman. Also, die sind auf jeden Fall vom gleichen Entwickler. Sind die. Weil die auch grafisch halt. Also, auf jeden Fall, wenn ihr... Ja, sorry Leute, wenn wir ab und zu übereinander reden, wir haben einen kleinen Delay hier, das macht das ein bisschen schwierig, aber ihr könnt uns da sicherlich verzeihen. Letztes Thema, was ich kurz noch ansprechen möchte, was hältst du von, ich weiß ja noch, gibt's das auch im Filmbereich VGA-Geschichten? Okay. Also dieses Graden lassen? Nee. Also von euch zum ersten Mal, nee. Weißt, echt? Weil, okay, gut, weil im Gaming-Bereich gibt es ja eine Firma, ich weiß nicht, ob die Firma VGA heißt oder wie auch immer, aber da kann man seine Spiele hinschicken. Meistens macht man das mit älteren Games, ja, original verpackten Games, am besten im schönsten Zustand, den es gibt. Und dann wird dieses Spiel durch diese Firma bewertet und wenn man es dann zurückbekommt, ein Spiel, was vorher, sage ich mal, 50 Euro wert war in Complete in Box, ist nach einem, je nachdem wie hoch es gegradet wird, dann plötzlich 500 Euro wert, 600 Euro wert. Ach so, sagen wir es mal so, also... Was hältst du von sowas? Also ich finde es nicht verkehrt, nur das Problem ist halt, die Sachen, die wirklich Wert haben, die sind schon vor Jahren rausgekommen mittlerweile, ist wirklich, warte mal, ich kann es dir zeigen hier. Also ich glaube kaum, dass du hier für einen Rambo-Steelbook, wenn du es da hinschickst, dass du dann plötzlich eine Wertsteigerung bekommst von 80, 100 Euro, wobei, das war schon relativ schnell ausverkauft, ja, also, vielleicht eher für das französische Steelbook. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, im Game-Bereich finde ich das 100-mal besser als bei Filmen, weil irgendwann ist es so, dann hat die eigene Sammlung oder wenn du halt irgendein Schmuckstück hast, das hat dann eher einen individuellen Wert, als dass du jetzt sagen könntest, ich schicke das jetzt zu einer Firma, ja, die bewerten das und so weiter und so fort und sagen dann, ey, hör mal zu, du hast... Fürs erste Saw Media Book, keine Ahnung, das hat jetzt einen Wert von 200 Euro. Definitiv nicht, weil das, wenn man genau schaut, auf diversen Plattformen auch teilweise wirklich für 20 Euro oder so rausgekloppt wird. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hier, ich gebe dir für mein gebrauchtes Media Book 80 Euro, will ich 80 Euro haben. Also im Spielbereich mehr als im Filmbereich, ja. Also, weil man muss auch gucken, durch die ganzen Streaming-Geschichten und so, wie das in den nächsten Jahren dann so mit physischen Releases aussieht, das sieht sehr, sehr, eher sehr schlecht aus. Vor allem Disney, die haben jetzt 20th Century Fox aufgekauft, die veröffentlichen jetzt auch dann auch bald keine physischen Releases mehr. Da kann man von ausgehen, dass zum Beispiel so Filme wie Stirb langsam, Alien, dass das dann alles bei Disney Plus beziehungsweise bei Hulu dann alles veräußert wird und dass das kaum noch irgendwelche physischen Veröffentlichungen kommen, ja. Also bei Games bin ich dabei, aber bei Filmen, nee, kannst du vergessen. Also da. Okay. Ich hab da so ein bisschen andere Sicht drauf. Ich finde, es einerseits, ich habe selbst Games hier, die sind noch sealed, die lasse ich zu, denn ich habe sie auch digital. Mhm. Ja. Und ganz klar habe ich da im Hinterkopf ein bisschen so, ey, das Spiel ist jetzt 70 Euro wert. Wenn ich es aufmache, ist es 30 Euro wert, ja. Aber das ist meiner Meinung nach, das ist von Haus aus so. Da ist nichts, ich sag mal, künstlich noch herbeigeführt, damit das dann auf einmal das Zehnfache wert ist. Ich würde,
Also meiner Meinung nach, ich finde, ich sage ja immer, und es ist auch echt so, Geld ist der Ursprung allen Übels. Ja. Und meiner Meinung nach, wenn man was nimmt, was schon, sage ich mal, einen gewissen Wert hat, sagen wir mal ein Game von 70 Euro, ja, und ein Game ist ja an für sich zum Spielen da, und man nimmt's dann und packt es in eine Acrylbox und die aus der Firma sagen so, nachdem ich das für dich da reingetan habe in diese Acrylbox, jetzt ist das Game 800 Euro wert, dann hat das für mich was mit den Hals nicht voll genug kriegen zu tun, ja, und ich bin einfach nicht so der, nicht so, ich habe eh eine ganz spezielle Sicht auf Geld, ja, und Geld macht einfach so viel kaputt und man sieht's auch in vielen Foren, wenn über VGA gesprochen wird, was das, wie das Leute einfach auseinanderzieht, ja, weil da gibt's die, die dafür sind, die dagegen sind und wie gesagt, ich halte nicht viel davon, wer es machen will, soll es machen, scheinbar gibt es auch einen Markt dafür, scheinbar gibt es Bekloppte da draußen, die ein Game, was sie so für 50 Euro bekommen, es kaufen für 2000, nur weil es dann nochmal in eine Acrylbox gepackt wurde und eine Firma gesagt hat, das kriegt jetzt ein 90er Grading von uns. Gibt scheinbar einen Markt dafür. Ich mach's nicht. Also ich sag's mal so, wenn es um wirklich im Filmbereich um sehr hochwertige Editionen geht, da gibt es schon so Sachen aus China, aus der Shishai, so Filmarena, Kimchi, DVD, das sind halt eher so die Sachen, weil die sind auch relativ niedrig limitiert. Die kosten halt auch dementsprechend, weil das halt so, weil da ist nicht nur eine Edition dabei, da hast du mehrere Editionen, mehrere Full Slips, das war immer ein und selbes Steelbook, aber das jetzt zum Beispiel, und da geht's natürlich auch manchmal sehr ums Geld, sehr um die Preise an sich. Also ich glaube zwei, drei Sachen davon und das ist halt vom Preis her schon relativ ordentlich. Es gibt auch Leute, die kaufen das Zeug einfach nur auf und verkaufen es dann locker mal fürs, nicht fürs Zweifache, sondern fürs Dreifache. Da gab es von Alien zum Beispiel, vom allerersten gab es eine Maniac-Box, die ist letztes Jahr rausgekommen. Die bietet jemand, das habe ich bei Amazon gesehen, für fast 600 Euro an. 600 Euro, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, und sogar noch noch eingeschweißt, nicht ausgepackt und sonst was. Es gibt wirklich Leute, die, das ist auch bei bestimmten Mediabook-Releases so, von Labeln wie Nameless, da gibt es welche, die kaufen nicht nur 3 Stück, die kaufen nicht nur 10 Stück, die kaufen 20, 30, 40 Stück auf und verhökern sie dann locker mal fürs Doppelte, und das sorgt dann dafür, dass es auch Unmut unter Sammlern gibt, die diese Label sammeln, zum Beispiel ganz aktuell, also das ist jetzt sicherlich jetzt kein Prestige-Objekt, aber das ist jetzt hier von Nameless, zum Beispiel was ist Cover A von Bunny und sein Killer-Ding, erstmalig uncut. Habe ich mir einen Trailer letztens angeschaut. Also erstmal, also ja, das ist hier die Sache von wegen obscura Trash, nur uncut im Mediabook, aber das ist ein Label zum Beispiel bei diversen Releases. Da kommen die Leute an und die kaufen wirklich nicht ein Exemplar, die kaufen gleich den ganzen Laden leer. Und dann gibt es wirklich teilweise Stumm. Ja, das. Ja. Und dann regen sich die Leute auf. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Ja. Die beschweren sich ja noch teilweise bei den Shops. Oder man kann es auf irgendwelchen Sammlerseiten nachlesen, warum das jetzt nicht eingeschränkt wird und so weiter und so fort. Aber macht scheinbar keiner was dagegen. Und dann geht man auf eine Filmbörse und da ist das Komische, da gibt es dann so. Es gibt dann so B-Ware, so Zweitauflagen, wo irgendwas fehlerhaft dran sein soll. Die kriegt man dann regelrecht nachgeschmissen, ja. Aber das ist zum Beispiel so ein Fall. Und das, da gab es schon einige Veröffentlichungen, da habe ich mir gesagt, okay, da muss ich sofort bestellen. Sonst weiß ich ganz klar, darf ich dann Mondpreise bestellen. Und das nervt einfach nur, ja. Und das macht den Markt auch irgendwo kaputt. Aber gibt halt Leute, die wissen halt, wie sie an noch mehr Geld rankommen, und das ist halt so, ja, also deswegen, wenn man eine Sammlung hat, ist es meistens eher der individuelle Wert, aber es gibt halt auch solche Luxusobjekte, würde ich sagen, aber wenn du es dir genau anschaust, ist es einfach nur bedruckte Pappe,
Es ist ein Booklet drin. Ja. Ja, ja. Und dann hast du, das Problem ist halt doch, dass Plastik. Ja, du hast den Film doppelt. Du weißt gar nicht, was du mit der DVD anfangen sollst, ja. Also ich denke mal so, du kannst bei deiner Adresse zuschachern. Ich kann dir Bunny und das Killer-Ding kann ich auf DVD rüberschmeißen. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, der ist amüsanter Film, der macht wirklich viel Spaß. Also das ist guter, hochwertig produzierter Trash. Das ist kein Billigfilm à la Asylum. Okay. Ja, das ist auch finnische Produktion, ja, das ist nochmal was ganz anderes. Aber das zum Beispiel, das macht auch vieles kaputt, ja. Bei, wie du schon bei den ganzen Spielen angesprochen hast, hier ist es halt eher so wirklich, dass es Leute gibt, die den Hals nicht voll kriegen und die wissen, ah ja, Leute, zum Beispiel hier die ganzen Wrong-Turn-Editionen, die auch für, bevor dann irgendwelche Leute, die alle aufgekauft haben, auch schon für recht hohes Geld weggegangen sind, genauso, und da haben sich auch viele Leute aufgeregt und haben gesagt, ich habe, die hätten so gerne die Edition gehabt oder wollten sie haben und dann sind sie nicht dran gekommen. Meistens ist aber auch so, wenn du direkt bei dem Shop bestellst, dass der Server dann total überlastet ist und dann kannst du das sowieso gleich vergessen. Mhm. Ja, und ja. Ja. Ja, so ist es auch leider bei den Games, Limited Games und so. Aber die haben das bei den meisten eingeschränkt auf 2 maximal pro Person. Was ich ganz gut finde, das passt auf jeden Fall. Mein lieber Lord, wir kommen zum Ende dieses schönen Podcasts. Ah, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Also ich habe noch eine Frage. Ja? Eine Frage habe ich noch. Da du ja auch Wrestling-Figuren sammelst, wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du das, vielleicht hast du auch mitbekommen, die aktuelle Entlassungswelle in der WWE, wo sie 40% entlassen haben, hast du nicht mitbekommen? Also wirklich total, wirklich total krass, also so, ich weiß nicht, ob du mit den neueren Wrestlern was anfangen kannst, ein Rusev, Karl Anderson, Luke Gallows, EC3, Sarah Logan, und noch ein paar andere, krass, die wurden jetzt alle entlassen. Die haben scheinbar per SMS haben sie davon, haben sie Informationen bekommen. Es wurde, Ja, das können sie ja machen, weil die haben ja keine Festverträge sozusagen. Das sind ja alles so Freelancer-Wrestler. Das macht die WWE schon ganz geschickt und auf jeden Fall. Ja, gut, ich kannst mir, ja, wie es halt bei uns hier im wahren Leben ist halt, ne? Viele verlieren ihren Job zurzeit, ne? Überall auf der Welt, egal in welchem Bereich. Aber gut, vorhin hatten wir es ja noch darüber, selber privat, lass mal nicht über Corona hier anfangen, das machen schon genug andere überall. Und, ja, natürlich. Ja. Trudel ist überall. Auf jeden Fall. Trotzdem, wie gesagt, ja. Dankeschön, dass du da warst, mein Freund. Ich bedanke mich schaut auch. Bitte alle vorbei bei Lord Gum Gum Full. Gerne, gerne. Ich werde seinen Channel unten auf jeden Fall reinposten, dass ihr den jungen Mann hier mal old but gold, 10 Jahre schon auf YouTube unterwegs, ja, das ist eine Hausnummer. Find's geil, dass er immer noch am Start ist, dass er es durchzieht und macht, was er liebt. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bleibt gesund, stay safe. Euer Ree. Ciao.